So, wir sind jetzt hier im Sabotage und ich habe hier die drei Jungs von Signal Error eingeladen, weil es um diese Party geht. Die ist am 9.11. Da kommt Broken Note und die drei Jungs werden das Ganze noch supporten. Aber das Beste ist natürlich, ihr stellt euch einfach mal vor. Ja, hi, ich bin der Topse. Man kennt mich auch als Justin Kasov. Hi, ich bin der Mike und auf dem Flyer stehe ich als Terrotechnica MP. Ich bin der Björn, ich bin der DJ Björn Engholm, also halt Engholm und ja, wir sind Signal Error. Fehlen heute leider noch zwei, aus anderen Gründen. Wir grüßen ganz lieb. Ja, hallo. Hallo, Lars und Maria. Uns gibt es jetzt schon seit 2006. Alles angefangen hat mit dieser Party. Legendär, noch original gedruckt auf Fotopapier am heimischen Drucker. Vor allem hieß dort auch noch die Party Signal Error. Daraus ist dann entstanden, dass wir uns gedacht haben, die Musik passt, das, was wir spielen wollen, passt. Wir nennen uns alle zusammen so. Und wo kommt ihr alle her? Ich denke, rein vom Dialekt her müssen wir gar nicht erzählen, wo wir herkommen. Wir sind alle mehr oder weniger Dresdner. Und zugezogen, ja, ursprünglich, ursprünglich aber kommen wir aus dem Weißeritzkreis Richtung Dippoldswalde. Und ja, das wollte ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben, weil nämlich ganz viele Leute immer denken, auf dem Dorf, da geht nichts. Und das ist aber überhaupt gar nicht so, weil auf dem Dorf geht eine ganze Menge. Und da ging auch schon vor vielen, vielen Jahren eine ganze Menge. Und so kam das auch dann irgendwie alles zustande, dass jeder Einzelne von uns irgendwie seinen Zugang zur Musik und zum Musikmachen gefunden hat. In welchem Musikgenre seid ihr denn als Signal Error überhaupt unterwegs? Was man bei uns, also bei Signal Error auf den Partys hört, ist von experimenteller Musik, EDM, Dubstep, Drum and Bass, Breakcore, Hardcore, Hardtech. Ihr habt ja vorhin schon erwähnt, dass eure erste Party Signal Error und dann eure Crew daraus entstanden ist mit dem Namen Signal Error. Aber wie kommt man denn auf diesen Namen Signal Error? Was hat es damit auf sich? Ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn du das erste Mal von mir aus deinen Eltern das zeigst und das vorspielst, was du an Musik machst. Ich denke, dann ist im Idealfall einfach nur ein Stirnrunzeln und im Zweifelsfall auch manchmal so die Frage, ist das überhaupt noch Musik oder ist vielleicht hier irgendwo ein Kabel kaputt? Da muss man gar nicht bis zu den Eltern gehen. Da reicht schon der normale Freundeskreis. Von daher, weil irgendwie die ganze Sache halt schon in die sehr gebrochene und eher alternative Richtung geht, dachten wir uns einfach, Signal Error beschreibt das, was wir an Musik anbieten, schon mit am besten. Wie findet ihr denn das Dresdner Publikum? Das Dresdner Publikum ist das geilste, wo gibt. Also mein Eindruck, als ich wirklich auf der ersten Dresdner Party war, ist einfach, die Leute gehen hier wesentlich mehr aus sich raus, als du das vielleicht in Leipzig oder noch weiter weg irgendwo so finden wirst. Ist vielleicht manchmal verstörend, wie Leute auf der Tanzfläche stehen und ein lautes Schreien, einfach weil die Musik gerade genau das trifft, genau diesen Nerv trifft, den die gerade hören wollen. Einfach und das in Form von einem lauten Schrei einfach nochmal dem DJ entgegenbrüllen, dass das, was er gerade spielt, genau das ist, was die gerade hören wollen. Und ich denke, das ist für das Dresdner Publikum eine einmalige Sache. Ja, die Lehrer loben, glaube ich, auch immer zuerst und dann kommt zum Schluss nochmal was Schlechtes. Was mich ein kleines bisschen manchmal ärgert beim Dresdner Publikum ist diese ganze Preisverhandlungsgeschichte am Anfang jedes Abends so mit Gruppenermäßigung, wir sind zu acht, können wir anstatt 5 Euro 3 Euro pro Person machen oder so ein Zeug. Das finde ich halt nie immer ganz so cool, weil man ja auch immer bedenken muss, dass die Leute, die die Musik machen, die stecken da viel rein, die stecken da viel Zeit rein, die stecken da viel Geld rein. Also alleine, wenn ich mir überlege, was wir an Geld für Platten ausgeben, das kriegen wir im Leben nie wieder rein durch irgendwas. Und ich denke, das wird in Dresden, ich kann das ja auch nur im Vergleich
zu dem Publikum, zum Beispiel auf dem Dorf damals sehen. Das wird in Dresden manchmal ein bisschen vergessen. Da war die Preistoleranz und Akzeptanz dort, wo wir früher Musik gemacht haben, wenn man das so sagen kann, schon etwas größer und das Verständnis auch mehr da. Okay, Jungs, dann danke ich euch ganz doll für das Interview. Wünsche euch ganz viel Erfolg am 9.11., dass es hier läuft, hier im Sabotage. Richtig. Muss man machen. 9.11. Brückennot aus London, hier im Sabotage. Geht los. Bitte zusammenarbeiten. Moment, das muss ich ja dann sagen, wenn ich das Mikrofon habe. Brückennot. Ja, stimmt. Und euch im Sabotage. Genau. Und die wichtigste und entscheidendste Frage überhaupt ist, wen wollt ihr denn noch grüßen? Meine Eltern und meine Freundin. Ja, also, ich würde gerne alle grüßen, die uns in den ganzen Jahren begleitet haben, die mit uns Musik gemacht haben, vor allen Dingen an unser Publikum auch, die immer wieder zu uns kommen. Wir haben da ein ziemliches Stammpublikum, Leute, die man immer wieder sieht, die uns jetzt auch schon kennen. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall auch nochmal Gruß an Lars und Maria und einen ganz lieben Gruß, das, so kitschig das ist, an meine Mutti auch. Die sammelt jeden Flyer von mir, wo ich draufstehe. Und auch an meine Omi und meinen Opi, weil die nämlich im Internet mitverfolgen, was ich so mache. Und sich auch Sets von mir schon angehört haben, wo sie mir gesagt haben, wie kann man denn dazu tanzen. Und ja, ansonsten halt alle, die uns kennen und mögen.